Erste Punkte ist Challenge. Zweite Punkte ist Spektakel. Vier Tage Europacup auf der Reiteralm. Vier Tage pure Emotion. Wir haben jetzt das Europacup-Finale Technik hier bei uns auf der Reiteralm. Heute sind noch die Herren dran mit dem Slalom. Samstag, Sonntag folgen dann noch die Mädels mit der Riesentorlauf und Slalom. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung. Und ich glaube, die Zusammenarbeit mit der FIS, mit dem österreichischen Skiverband und vor allem auch mit unserem WSV Bichl Reiteralm ist hervorragend. Und da möchte ich mich auch bedanken für den Einsatz von allen, die da tatkräftig dabei sind, dass wir da perfekte Bilder in die weite Welt von der Reiteralm hinaussenden. Die Wichtigkeit einer solchen Rennserie betont einer, der schon lange für den Skizirkus tätig ist. Also Europacup, das ist ja das Finale und da ist es eben auch so, dass sich eigentlich die Besten qualifizieren. Das sind einige Weltcupläufer dabei, die was in der Europacup-Gesamtwertung dann eben auch ganz vorne mit dabei sein wollen, weil die Europacup-Sieger haben dann Fixstartplatz für nächstes Jahr im Weltcup und in den Disziplinen sogar die ersten drei. Trotz teilweise schwieriger Witterungsbedingungen waren die Pisten in einem Top-Zustand. Dies ist auf die großartige Leistung des gesamten Teams zurückzuführen. Also durch die vielen Neuschneemengen in den letzten Tagen war das ziemlich viel Arbeitsaufwand. Wir sind ungefähr von 5 Uhr früh bis spät in der Nacht, bis 10 Uhr in der Nacht immer auf der Piste gewesen, auf der Rennstrecke. Wir sind so pro Tag ca. 60 bis 70 Leute am Berg, die hier am Berg werken. Angefangen von den Pistenarbeitern bis zu den Zeitnehmern, bis hin zu den Rutscher und natürlich auch die Leute von der Bergbahn. In der Gesamtwertung konnte sich Österreich über einen Dreifachtriumph freuen. Maximilian Lahnsteiner stand dabei ganz oben am Podium. Also es war wirklich eine Top-Saison. Europacup-Siege dabei gewesen an 4 Stockelplätze. Wir haben super trainiert in der Vorbereitung. Ich bin verletzungsfrei geblieben, wie gesagt. Da gilt auch ein großes Dank an meine ganzen Trainer, Physios, Betreuer, Servicemann ganz speziell. Ja, und war eine Teamleistung, sagen wir so. Einer, der die Pisten der Reiteralm wie seine Westentasche kennt, konnte seine Erfahrung erfolgreich seinem Team weitergeben. Und so konnte sich der Brite Billy Major den Gesamtsieg im Slalom holen. Ja, erstmal danke. Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Also für England gesamt gewonnen haben, muss ich wirklich sagen. Es ist eine Mutzerfreude für mich. Speziell auch noch daheim. Das ist mein Heimrennen. Wir trainieren fast jeden Tag auf der Reiteralm. Auf diesen danke mal wirklich vielen, vielen Dank für die ganze Arbeit, was sie machen. Als Zweitplatzierter im Slalom konnte sich der Deutsche Sebastian Holzmann ebenfalls einen Podestplatz sichern. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt oben vom Start weg. Es war relativ spurig, schon schwierig zum Fahren, aber habe mich dann ganz gut reinfighten können und bin jetzt echt happy noch mit dem zweiten Platz. Weil ich kurzzeitig schon gedacht habe, jetzt spielt es mir ganz weit nach hinten, aber ist sie Gott sei Dank noch ausgegangen. Und ja, wenn man da bei den Top 3 mitfahren kann, weiß man, dass man auch im Weltcup einen Auftrag hat und dann ist das schon immer wieder was Besonderes. Für die Damen war die diesjährige Europacup-Saison geprägt von Höhen und Tiefen. Eine, die sich aber über einen geglückten Zieleinlauf freuen konnte, war Elisa Merzinger. Für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich doch sehr viele Ausfälle gehabt habe in letzter Zeit. Jetzt war das Selbstvertrauen auch noch nicht so da. Aber ja, Heimrennen ist natürlich trotzdem was Cooles. Und die Pisten waren trotzdem in einem sehr guten Zustand, obwohl es so viel geschnieben hat in letzter Zeit. Also nein, war trotzdem ein cooles Rennen. Der Gesamtsieg im Riesenslalom ging an die Norwegerin Monsen Mathe. Den zweiten Platz holte sich die Schweizerin Wild Simone. Also es war für mich eine große Erleichterung heute, dass ich jetzt im Gesamten auf dem Podest kann sein und ja, ich bin so glücklich gerade, ja. Also der Hang hier oben ist wirklich sehr cool, also ja, wir haben vor 2 Wochen schon mal hier trainiert und da habe ich schon den Hang, fand ich richtig cool und ja, es hat Spaß gemacht. Auch der ehemalige Cheftrainer der österreichischen Skidamen fand nur lobende Worte für diese gelungene Veranstaltung im Skisport. Reiteralm ist eines dieser Destinationen, wo man auch immer gute Trainingsbedingungen vorfindet. Dadurch sind auch viele Mannschaften immer wieder zum Training hier. Und dankenswerterweise, dass auch die Bergbahn hier wirklich alles tut, um wirklich für den Nachwuchs, fürs Training einfach gute Bedingungen zu stellen. Nach 4 Tagen erfolgreicher Wettkämpfe zieht der Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen eine positive Bilanz und bedankt sich bei allen Mitwirkenden.
Ein großer Dank geht natürlich an unsere ganzen Sponsoren. Wir haben über 10 Sponsoren, vor allem aus der Region Schladming-Dachstein auch gefunden, die uns hier bei dem Wettkampf mit unterstützen. Und da wirklich ein herzliches Vergeltsgott von Seiten der Reiter im Bergbahnen. Und wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder anklopfen dürfen. Dankeschön. Der Europacup auf der Reiteralm. Die Weltklasse von morgen.